Erde, 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 Erde. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Erde klatschen. Ach nee, nicht weiß. Aufs Erde klatschen, Scheiß. Ja, nee, das auch nicht. Mensch, was kann man denn hier? Also, so langsam fange ich vor Langeweile schon an, vor mich hin zu labern. Da ist die Schaufel. Hm. Ist Bio gesünder als normales Obst? Wenn ich diesen Apfel da schon sehe. Er ist natürlich aus komplett konventionellen Anbau. Ne, nicht konventionell, aus Bio-Anbau. Mensch, frische Bio-Minecraft-Äpfel. Haben noch was, kosten ja nur 10 Euro. Ne, also mal ganz nebenbei, Bio ist ja auch momentan eine Schlagzeile übrigens, auch Neues aus der Welt. Und wenn man so ganz ehrlich ist, eigentlich gibt es bis auf den Einsatz von Pestiziden noch keinen Unterschied mehr zwischen dem Obst, was wir essen, zwischen normalem und Bio-Obst oder etwa doch oder nicht. Man ist sich da nicht sicher, also da streiten sich tatsächlich die Geister und das finde ich irgendwie sehr interessant. Die einen Forscher aus England sagen, Mensch, in der Apple, da sind, also im Bio, da ist mindestens 10% mehr Vitamin C, D, E und weiß ich nicht, was für Spurenstoffe drin. Die nächsten aus den USA sagen, mehr? Nö, ist genau gleich. Und wieder die nächsten kommen her und sagen, also nee, da ist nicht mehr drin, da ist weniger drin. Wir haben kaum Vitamine. Ja, kann man sich jetzt entscheiden, was man glauben möchte. Ich persönlich glaube einfach, dass es keinen Unterschied gibt beim Obst. Das ist alles das Gleiche im Grunde. Man hat schon so viel davon gegessen, dann ist auch egal, wie viel man da, glaube ich, noch von isst. Also ich glaube, mehr vergiften kann man sich sowieso schon nicht, als man sowieso isst. Also von daher macht das auch nicht so den wirklich großen Unterschied, muss ich mal sagen. Ne? Einziger Unterschied beim Bio ist, die Umwelt wird mehr belastet, das ist klar. Weil so viel Bio, wie wir hier kaufen, wird gar nicht hier in unserer Umgebung hergestellt. Weshalb eigentlich das gesamte Bio-Zeug aus der ganzen Gegend importiert werden muss, aus anderen Ländern, als lange Wege mit dem LKW, schlechte CO2-Bilanz. Ach komm, na, was reden wir jetzt eigentlich über Umwelt? Mensch, Greenpeace, wir grüßen euch. Nein, ich weiß auch nicht, also, wir graben hier so die ganze Natur auseinander, da kommt man schon mal aufs Thema Umwelt, habe ich so das Gefühl. Ja. Den brauchen wir vielleicht noch, wenn wir uns gleich neue Dings machen sollten. Weil ich gerade überlege, ob ich mir nicht einfach mal ein paar Steinschaufeln machen soll. Bevor ich jetzt das gesamte Eisen verschwende, ist es, glaube ich, die relativ sinnvollere Alternative. Dafür bräuchte ich allerdings erstmal eine Workbench. Working Bench, Working Bench, Working, Working, Working Bench. So, was wollte ich jetzt? Da werde ich aber vermutlich noch 4 Schaufeln brauchen. So ungefähr. Ich hoffe, das passt jetzt ungefähr. Und auch wir haben schon wieder nichts zu futtern. Und dein Brot hinterher. So, unser Frühstück. Mensch, die ordentliche Morgensmahlzeit. Darf man nicht vernachlässigen. Braucht man. Ganz, ganz wichtig, ja? Nee, ohne Frühstück geht gar nichts, du. Ha? Ohne Frühstück geht keiner aus dem Haus. Na, du, machen eigentlich mir heutzutage viele, ich könnte es nicht. Ich bin froh, wenn ich was im Magen habe morgens. Jedenfalls kann man sich sowieso nicht konzentrieren, wenn man da in der Schule sitzt und dann sich wieder lateinische Vokabeln reinziehen darf. Ja, Mensch, das ist immer das Schönste. Die Fremdsprache wie Latein, das ist echt, da freut man sich. Ich meine, man braucht es ja nicht mehr für wirklich vieles. Also im Studium, glaube ich, brauchst du das eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Meiste geht mittlerweile auch, wenn du Französisch oder Englisch hast. Also eigentlich brauchst du das für nichts mehr. Wird aber trotzdem angeboten und wird gesagt, ist extrem wichtig. Liest aber überall, dass es nicht mehr gebraucht wird. Also, wofür? Naja, es ist ja, soll ja leichter sein für, als Französisch. Und da meine Aussprache nicht so gut, ihr wisst ja genau, Englisch is not good by me. Ja, ist nicht meine Lieblingssprache. Und das ist dann schon echt super. Aber Französisch ist ja noch ein bisschen schwerer. Das Tolle ist nur daran, na, Latein ist auch nicht so wirklich meins. Also Fremdsprache, das ist, da hocke ich lieber vom Rechner immer, also als Fremdsprachen und so zu lernen, so, und dann, ja, hat man so ein kleines Problem, muss ich mal sagen. Aber das ist, also man kriegt's hin, ich meine, ich schaff's ja auch täglich. So. Bin mal gespannt, wie das hier später aussehen wird, weil ich echt noch keine Ahnung habe. Also bis jetzt ist es einfach nur eine gerade pottenhässliche Fläche. So,
erstmal wieder schlucken hier, das ist echt super. Und so ein Hals hat, der sich anfühlt, als hätte da mal eben einer, ja, und so, und ich weiß auch überhaupt nicht, wie man das jetzt ausdrücken soll, gemacht. So. Aber. Spitzhacke da. Ja, dieses Lied ist einfach mal total krank. Muss ich ja mal so sagen. Ja, das Lied ist einfach nur krank gewesen, aber manchmal braucht man doch auch was Verrücktes kommen. Das reicht jetzt aber. So. Das hört sich doch schon ein bisschen vernünftiger wenigstens an. Zumindest etwas vernünftiger, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, 100% vernünftig. Das muss es auch nicht sein. Ich meine, wir sind ja auch nicht nur vernünftig. Aber das ist ja nichts Neues so. Also, dass ich nicht so ganz vernünftig immer bin bei dem, was ich so mache, aber egal. Ich überlege gerade mal, wie ich das hier bauen soll. Hier, das müsste auch noch verlängert werden. Dann ist die Frage, wo fangen wir an? Ich würde das gerne hier so an die Nische bauen, so an die Kante hier so. Müssten wir aber noch hier ein bisschen Platz machen. Wo ist denn jetzt schon wieder unsere Schaufel, verdammt? Weil ich würde diesmal gerne eine größere Enter-Maschine bauen, weil ich befürchte, dass wir in dieser Staffel etwas mehr Brot brauchen werden als in der letzten Staffel. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das mache. So, hier kommt der Wassergraben hin. Dann werden dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nächster Wassergraben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und 10. Okay. Ja, so viel größer wird es dann doch nicht werden. Ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze gleich aussehen wird. Also, ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Boah, ist schon wieder Nacht oder was? Jetzt habe ich die ganze Zeit verquatscht. Ich habe gerade mitgekriegt, dass es dunkel geworden ist. Nein! Komm schnell ab hier. Schnell, bevor Marvin und seine Freunde kommen. Ab zurück zum Bauernhaus für Nickerchen am Stern. Ach du Scheiße, wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Und da vorne ist ein Loch im Boden. Ihr scheiß Spinnen, haut ab. Ich will nichts von euch. Verzieht euch. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts. Haha, ihr seid langsamer, ihr scheiß Spinnen. Ihr könnt uns gar nichts. Nichts könnt ihr uns. Ihr seid nur scheiß Spinnen und krabbelt durch die Gegend. Und gleich seid ihr zwei tote Spinnen. So, aber erstmal weg hier vom Feld, verdammt. Das trampelt nur alles platt. Da ist ein Creeper. Ach du Scheiße. Na, wo seid ihr zwei scheiß Spinnen? Ah, seid ihr auch schon da? Oh, wartet zu langsam. Oh, das tut mir aber so leid. Scheiß Spinnen. Mensch, gibt auf die Fresse demnächst, vielleicht. Wenn wir ein Schwert haben. So. Aber, erstmal wieder. Ins Bett hauen. Alter, was war das denn jetzt für ein Bug oder was, ey? Ja, man sieht auch in Minecraft, es läuft nicht alles rund. So, brauchen wir eigentlich noch was auf unserer Baustelle? Ja, Pistons wären sehr hilfreich, glaube ich. Whetstone hatten wir hier. Da haben wir ja mehr als genug von, glaube ich. Ich überlege nur gerade, wie war nochmal eine Piste? Also es reichen uns ja ganz normale Pisten. Gravel haben wir da hinten mehr als genug. Wir brauchen Koblet und Stickies. Ich muss einfach mal gucken, wie viele brauchen wir denn dann? 16 Stück, meine ich. Ja, 16 Stück. 16 Pisten. Ach du Scheiße, wie waren das nochmal? Nee, so schon mal nicht. Das war das so? Nee. Wie war denn das, verdammt? Wie war das? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz eben schauen, wie man nochmal Pistons gebaut hat. Ne? Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder. Ist ja schön, wenn man blöd ist.
Wartet mal, ich glaube so und dann jetzt hier unten Eisen rein. Oder war das umgekehrt? Ja, genau, umgekehrt war das. Das heißt also, wir brauchen mehr Cobblestone und wir brauchen vermutlich noch ein bisschen mehr Holz und Eisen. Cobblestone, Holz und Eisen. Ach, wie schön. Ich hoffe, wir haben noch genug, aber müsste eigentlich reichen. Eine Piste haben wir ja jetzt schon mal, dann nehmen wir hier den Redstone auch schon mal mit. Cobblestone, Holz, Wood. Wood ist nichts da, weil Wood ist alles in die andere Kiste, aber ich hoffe, das reicht. Ich könnte es natürlich jetzt auch ausrechnen, aber ich fürchte nicht, weil wir bräuchten hier alleine überall 16, aber das haben wir nicht. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Also soweit schon halt, aber wir haben nicht mehr viel Holz. So, wenn ich das hier... So, mehr kriegen wir momentan nicht hin als 8 Stück. Da haben wir gerade mal die Hälfte. Aber egal, ja. So. Sollte vorerst mal reichen. So, wo bist du, du scheiß Spinne? Verpisst euch. Verpisst euch, verpiss dich, du scheiß Spinne. So. 8 Pistons haben wir schon mal, das ist schon mal schön. Die sollten hoffentlich dann auch reichen. Aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Ja. Und irgendwo ran erinnert mich die Musik mich gerade, aber ich weiß gerade nicht mehr an was. Ich habe da gerade irgendwo eine Spinne gesehen, verdammt. An was erinnert mich diese Musik? Ja, ich weiß echt nicht, woran mich diese Musik gerade erinnert, aber irgendwo ran erinnert sie mich. Naja, egal. So, wir zählen jetzt hier mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, genau hier muss die nächste Bahn hin. Das heißt also, wir müssen auch den nächsten Berg verdammt nochmal ein bisschen einkürzen, aber das kriegen wir vermutlich auch. Hoffe ich zumindest, dass wir auch so viel Erde haben schon, dass das kein Problem wird. Vor allem, wenn wir noch Holz fällen müssen ohne Ende. So, jetzt erstmal Erde und Holz holen. Erde und Holz. Nee, warum Holz? Nee. Alter, ich bin auch dämlich. Ich meinte eine Axt, wenn schon. Doch, Erde. Aber kein Holz, genau. Eine Axt haben wir aber auch noch zum Glück dabei. Okay. Was kann denn erstmal hier in der Kiste schon mal bleiben? Das. Ja, das auch noch. Muss ja nicht unnötig viel mit uns rumgetragen werden, was auch kaputt gehen kann, weil das wäre ja nicht so schön. Wenn wir die Sachen verlieren würden nachher noch. Ja, das wäre nicht so toll. So, aber erstmal nicht so viel rumquatschen, sondern erstmal basteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dieser Streifen, der muss jetzt ja auch noch durchgegraben werden. Bevor wir danach eigentlich noch eine Etage nur noch oben drauf setzen und dann sind wir fertig. So, dann sind wir fertig damit. Hoffentlich zumindest. Hoffe ich ja mal. Dass wir zumindest so grob fertig sind mit dem Ganzen. Weißt du, müssen jetzt hier die Bäume weg, weil die stören uns noch ein klein wenig hier. Und mit Bäumen, das ist nicht so toll. Und dann können wir eigentlich diesmal auch vielleicht eine kleine Eierfarm machen, weil hier rennen ja doch ein paar mehr Hühner rum. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das machen sollen oder nicht. Vor allem ist immer das Schwere, wo baut man die hin? Weil ich habe die damals mal versucht, über so ein automatisches Feld zu bauen. Da war das Problem allerdings dann, dass die immer, wenn die runtergefallen sind, die Eier, meine ich, die sind dann einfach mal stecken geblieben in diesen Wassergräben. Weil ich habe die mit den Wassergräben zurückgeleitet. Müssen wir uns mal was anderes einfallen lassen, wie wir das machen. Aber da fällt uns sicherlich irgendwas auch ein. Müssen wir mal gucken, ob wir diesmal auch sowas machen oder so. Und dann vielleicht mal Kuchen machen oder vielleicht mal ein Mod installieren für ein gutes Spiegelei oder irgendwie sowas.
keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht gibt es da ja mal was, was wir damit machen können. Ne? Außer die vielleicht auf Leute zu werfen, die wir nicht leiden können, weil so faulig sind die ja auch immer schön als Wurfgeschosse zu benutzen. Aber nee, also da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja. So. War hier noch irgendwo ein Baum? Nee, zumindest gerade keiner. Doch hier oben, der wird gleich noch stören. Aber ansonsten haben wir alle. Ja, das ist schon mal. Das ist schon mal schön. So, hier. Das muss weg bis dort. Okay. Da, 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 da. Bis hier jetzt erstmal wieder. Graben, graben, graben. Wir haben noch 1,5 Stunden Aufnahme vor uns. Und ich hoffe, dass wir uns gleich noch irgendwie unterhalten können. Ansonsten wird es sehr sinnlos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, erstmal bis 7. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Höhe, weil das muss ja eine höher sein als das da, aber ja. Jetzt mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Doch, passt. 7. 7 ist besser als 3. Ja. Immer diese dämliche Werbung. So. 7. Ja. So, der Baum, der steht hier natürlich auch schön mitten im Weg. Ja, aber wir kriegen den von hier unten weg. Das ist auch. So, und jetzt mal schauen, sind wir schon weit genug? Ich glaube zwar noch nicht, aber mal schauen. Doch, genau, passt genau. Ohne dass ich mitgezählt habe, das ist auch mal gut. Ja, aber solche Zufälle gibt es ja irgendwie ständig. Also wenn man irgendwo nicht dran denkt, dann passiert es meistens von alleine. Das ist irgendwie immer so. Ne? Das ist genauso ein Zufall, wie wenn man seine Hausaufgaben vergessen hat und macht sie dann noch eben schnell, dass dann spätestens der Lehrer krank ist. Es sind immer solche Phänomene, die kommen immer wieder vor. Und keiner weiß warum. Ja, soll mir mal einer sagen, Schicksal gibt es nicht oder Glück, ja. Das gibt es und wie es das gibt, ne? Nein, das ist nur ein Spaß, aber ist doch irgendwie immer merkwürdig, oder? Oder etwa, nee? Nee, also ich finde es irgendwie schon merkwürdig, dass manchmal solche Sachen wirklich sehr zufällig passieren, die einem aber meistens doch sehr gut passen. So, und jetzt müssen wir hier nochmal... So, weg hier mit, verdammt. So. Ich meine jetzt hier nicht Schicksal im Sinne von Astro TV übrigens, sondern eher von das ist sehr zufällig und passt mir in den Kram. Ja. Oder so viel wie Schicksal. Ich weiß nicht, was ich sonst erzählen soll. Ja, Mensch. Astro TV ist da immer. Ist immer schön. Ist immer gut. Nee. Aber da hätte man wenigstens immer was zu erzählen, wenn man sich so einen Scheiß angucken würde. Was da für Leute anrufen? Das glaubt ihr nicht. Ich weiß ja nicht. Habt ihr so einen Scheiß schon mal gesehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren.